Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist 8:28 Uhr, 9. Juni 2021. Mein Name ist Carlos Martins und Sie hören uns live aus dem Traders Club Trading Raum. Wir bereiten uns auf unseren morgendlichen DAX Trade vor. Ein Blick heute mal auf die bisherige Range. Die liegt bei 16,71, also würde ich sagen eher mäßig. Und wo liegt das Gap von gestern? Auch dort minimales Gap. Hier, wir sind heute unterhalb des Daily Pivots. So, 45, das heißt, ich platziere mal die ersten Versuch der Falle bei der Big Number von 15.600. Aktiviere das jetzt auch schon und wie immer blicken wir dann auch bei den Blue Boxen einmal in die, oder werfen wir einen Blick auf die Vergangenheit. Abends, klar, dann hatten wir gegen Mittag eine 13,5er. Auch die hat so ein bisschen getänzelt. Das spiegelt auch so ein bisschen die Vola gestern wieder. Und dann ist die aber ausgebrochen. Eine 22, 27er. Die 27er haben wir getradet. Also, wenn wir auch da, ich gehe mal auf den 5-Minuten-Chart, so uns die Range mal gestern anschauen, die Tagesbox, wenn man das so machen möchte, so vom Hoch zum Tief, dann haben wir einen unterdurchschnittlichen Vola gestern gehabt, nämlich nur von 95 Punkte. Der Durchschnitt im Monat Mai lag bei 180 Punkte im Durchschnitt am Tag. Und somit haben wir die Hälfte, ja, roundabout gestern gehabt. Der Tag zuvor lagen wir, glaube ich, bei 120. Das ist der alte Durchschnitt. Ja, also es nimmt ein wenig ab. Weiß nicht, ob das am Wetter liegt, aber es ist Mittwoch, sollte eigentlich ein guter Tag sein. Werden zum Traden, also sind eigentlich die besseren Tage. Wir gehen auf die Volas, die grünen Boxen. Und hier sehen wir auch sehr verhalten gestern nur eine reingedippt um 11 Uhr, 12 Uhr und das war's. Wo kommen die Vola-Boxen heute rein? Der Forecast 15.641, also für die, die in Hedge-Auflösung traden, genau hier mehr oder weniger, wo wir uns befinden. 41, ich zeichne das auch mal ein, also neben das Tool, gehen auf die 41, so roundabout. Da wird sie reinkommen, circa, durchaus denkbar, dass das dann die erste Box ist für uns heute um 9 Uhr. Wir blicken auf, wie jeden Morgen, einmal auf die großen Zeitebenen, wie der Gesamtmarkt ein wenig ausschaut und fangen an heute mit Öl, gehen dort auf die Zickzack-Linie, das ist eine spezielle Vorlage von uns, Zickzack-Linie, und fangen heute auf Daily-Basis an, Long, 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Long, 15 Long, 5 Minuten kippt der Markt, aber nicht signifikant. Das heißt, wenn wir eine Strichliste führen, würde ich Öl nach wie vor, ist Öl Long. Nächster Markt, in der gleich der Nachbar ist, ist Gold. Auch da fangen wir an oben, Daily Long. 4 Stunden sind wir Short. Stunde sind wir auch Short aktuell. 30 Short, 15 Short und 5. Und da, wenn wir die Strichliste führen würden, ist die leichte Überhand im fallenden Kurs. Also Gold eher Short wird aktuell. Technologiebörse, Nasdaq. Auch hier ein Blick auf den Tageschart Long. 4 Stunden Long, also schon mal die beiden oberen Zeitebenen Long. Stunde Long, also da 3. 30 Short. 15 Short, aber wir sehen, die Kerzen werden immer kleiner. 5 Minuten Short und hier würde ich in der Vorbereitung der Fußball-Europameisterschaft auf ein Unentschieden aktuell setzen. S&P 500, die 500 größten Aktienwerte, sehr schön zu sehen hier. Tagesbasis Long, 4 Stunden Long, Stunde Short, 30 Short, 15 Short, 5 Minuten Short und hier würde ich 1:0 für Short. Gehen wir in den DAX. Daily Basis Long. 4 Stunden Long. Stunde Short. 30 Short. 15 Short. 5 Short. Und auch hier würde ich heute eher
im DAX eine leichte Tendenz auf Richtung Süden sehen. Und wir sehen auf den 5-Minuten-Chart von gestern, wo liegt da unsere Unterstützungszone, die er gestern angelaufen hat? 15.637, so sieht das zumindest hier aus, wenn wir das ein bisschen kleiner machen im DAX. Ja. Dann ist das hier so ein bisschen. So, gehen wir mal 15 Minuten. Dann sehen wir hier auch nochmal das bisschen genauer. Ja. Also 15.600 roundabout, zwischen 15.630 und 15.600. Bricht die 15 Big Number hier nochmal, dann denke ich mir, könnte es nochmal locker auf die 15.478 Zielmarke hinlaufen, wenn wir die Fibonaccis, weil wir ja sehr viel mit dem DAX machen, auch Tagesstrategie pro Daily Basis von Sonne zu Sonne, mal das letzte Tief nehmen mit dem letzten Hoch. So, 23 ist bei 14,70, 38 bei 14,07. Ja, also sehen, falls der Markt Luft holt, bis wohin er erstmal laufen könnte. So, das Kaffeesatzleserei und wir gehen weiter in unserem Bereich, gehen einmal in Dow Jones. Auch hier Vorlage Zickzacklinie, Tagesbasis Long, 4 Stunden Long, Stunde Short, 30 Short, 15 Short, 5 Minuten auch Short. Also auch hier eher eine leichte Tendenz Richtung Süden. Kommen wir zu den Bitcoins. Bitcoin, Daily Basis, Short, 4 Stunden Short. Stunde Short, 30 Minuten Long, 15 Long und 5 Minuten Long. Ja, die Frage ist, ist das jetzt der Boden bei 33? Und auch hier können wir einmal unsere nochmal Tagesstrategie nehmen. Von Sonne zu Sonne. Nein, noch ein bisschen kleiner. Und dann nochmal unsere Fibus rausholen und wir sehen nach wie vor bei 27.121, das war der kleine Peak fast, liegt das 61,8 Retracement. Wenn das nochmal angegriffen wird, ja, und dann gibt es nochmal Druck in diesem Bereich. Gehen wir auf Ethereum, den letzten, und dann haben wir es auch für heute Morgen. Ethereum Daily Short, 4 Stunden Short. Stunde Short 30, Long 15 und 5. Da ist auf den kurzen Zeitebenen hier leichte Tendenz nach oben. So, das war die Rubrik Hätte, Wenn und Aber. Tendenz im DAX eher Richtung Short. Daily Pivot liegt über uns. Auch das würde dafür sprechen, vielleicht, dass wir erst einmal die 15.600er Marke anlaufen. Davor aber bekommen wir eine Vola-Box, nämlich bei 41 circa.